Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbefehl. Nächste Stunde gehört dem DAX und der DAX-Eröffnung. Ich möchte diesmal aber beginnen mit dem US-Markt. Es wird ja sehr viel jetzt negativ gesprochen über die Zinssenkung der amerikanischen Notenbank, wieder nach dem Motto Nachrichten machen, andersrum, Kurse machen Nachrichten, in dem Fall hier die Kurse fallen, deswegen ist die Fed-Zinssenkung schlecht. Ist es wirklich so einfach? Technisch betrachtet, nicht wirklich. Wir haben im 4-Stunden-Chart Intervall im Nasdaq 100, hier der US NDAC 100 Cash CFD auf hier den amerikanischen Tech-Index. Der hat einen 4-Stunden-Boden im 4-Stunden-Chart-Intervall gebildet. Ein 1, 2, 3 tief. Ich zeichne das nochmal ein, dass es jeder sieht. Es gibt einen Grundlagenartikel bei uns auch auf der Webseite. Einfach mal CMC-Trendwende-Muster 1, 2, 3 eingeben. Erstes Suchergebnis auf Google ist der Erklärartikel mit Videos zu dem 1-2-3-Muster. Schaut euch das bitte an, dann versteht ihr hier auch, was ich hier mache. 1-2-3 ist eine Bodenbildung. Eine ganze Serie seit Beginn des Ausverkaufs war immer, dass wir eine 1 hatten, eine 2, dann wieder muss man neu anfangen. 1, falsch eingegeben. Also immer tiefere Tiefs, tiefere Hochs, ja. Und das wurde jetzt unterbrochen. Hier ist die Freitagskerze, hier ist die vom Montag. Und wir haben dann ein höheres Hoch gemacht, also eine 1, 2, 3. Und der Rücklauf der Fed, die ach so schlechte Zinssenkung, hat eine Bestätigung der Bodenbildung gebracht. Im Nasdaq. Alles über 8,572 ist eine aktive Bodenbildung. Man kann sie an den Fibonacci-Marken als mögliche Unterstützungen, Widerstände nach oben orientieren. Unter 8,572 müsste man dann wiederum aufpassen, dann würde diese Bodenbildung vom Freitag auf Montag über das Wochenende ins Wanken kommen. Also Nasdaq hier vielleicht guter Indikator, dieser Chart befindet sich auch im Chartforum. Kommen wir zum kurzfristigen Bild vom Germany 30. Hier ist im Stundenchart, nun bin ich im 1-Stunden-Chart, ist auch ein Boden. Wir sind über der 11.888, also ist diese Bodenbildung auch intakt. Ich passe jetzt auch mal im SPX und das Ganze auf den 4-Stunden-Chart-Intervall an. Da ist nämlich die gleiche Geschichte über 2.997,76 aktive Bodenbildung, die hier vorliegt. Im kleineren Bild geht es jetzt ein bisschen drum, kriegen wir die letzte 4-Stunden-Kerze überschritten oder entsteht hier ein Top. Neuralgischer Punkt auf 5-Minuten-Schlusskursbasis 3.041 wird diese gehalten, besteht die Chance für einen Ausbruch nach oben. Wenn da jetzt ein Schlusskurs drunter käme, hätten wir ein 1, 2, 3 Top an diesem Widerstand, könnten dann nochmal einen Rücklauf sehen. Vorbörsliche Spanne ist eingezeichnet. Germany 30 noch innerhalb dieser Spanne, damit ist das nun auch erstmal neutral zu werten. Lufthansa plus 0,8%. Bei der Lufthansa ja jetzt eine gewisse Chance, dass wir an der Bodenbildung hier vom Jahr 2009, soweit muss man zurückgehen, das ist auch das Tiefste, was wir hier seit 2005 an Kursen hatten. Impuls von 7,97 bis 10,83. Und die 10,83 haben wir punktgenau angelaufen und sehen dort jetzt ein Reversal, eine Umkehr. Solange wir über 10,83 bleiben, ist der damalige Boden vom Jahr 2009, soweit muss man zurückgehen, noch intakt. Damit dann noch schönen guten Morgen in die Runde an Petra, AO, Erwin Ritter, ein neuer Name hier an Bord, herzlich willkommen. Albi, Mike, Peter, Karl-Heinz, Kohnen, auch neuer Name, herzlich willkommen an Bord. Mario, Stefan, QX,
CFD-Dealer, Pete Boer, auch zwei neue Namen hier an Bord. Herzlich willkommen an euch, Stefan, Jeremy, Jürgen, Michael, Peter, Holle, Marc von Wittgenstein. Servus auch, willkommen an Bord an dich, Werner F., Huckleberry Finn, Ute, Schubert, auch ein neuer Name hier an Bord. Guten Morgen. Nubi Plus, Harald, Ignatius, Rainer und Short 1964, Thomas L. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Peter Bond, Servus. Roman, Marco Heinrich, auch ein neuer Name hier an Bord. Wilfried, guten Morgen. Marco, herzlich willkommen an Bord. Nikolaus Damm, guten Morgen. Georg Schabitzberger, guten Morgen, herzlich willkommen an Bord. Zimmer 222, auch ein neuer Name hier. Servus, willkommen. Wir haben ein 1, 2, 3 Top im SPX. Aufpassen. Jetzt wäre für die Bullen eine direkte Zurückeroberung der 3041 wünschenswert. Ansonsten könnten wir einen Rutsch bekommen in Richtung der 3035. Germany 30 immer noch innerhalb seiner vorbörslichen Spanne. Patrick U., schönen guten Morgen. Auch ein neuer Name, lauter neue Namen heute im Chat. Was ist passiert? Herzlich willkommen alle. Dieter, guten Morgen. Mich interessieren die deutschen Banken, schreibt Sima. Davor hat Petra schon etwas geschrieben. Auch die Deutsche Bank. Also machen wir mal eine Bankenrunde. Ich werfe auch gleichzeitig noch hier immer einen Blick auf das, was die Indizes hier oben machen. Zunächst aber parallel, solange hier der DAX auch innerhalb der neutralen Spanne ist, indiziert ihr ja keine Trendbewegung. Deswegen zeichne ich das hier ein und aufpassen, ob hier ein Rebreak kommt. 3041, ob der SPX das schafft oder nicht. In der Zwischenzeit hier ein Blick auf DBK. Fangen wir mit der Deutschen Bank mal an. Sinkende Zinsen, not so nice für die Banken. Das ist die Kehrseite. Wir haben es seit langer Zeit, das erste Mal seit langer Zeit, hatten wir bei der Deutschen Bank eine Bodenbildung in 1, 2, 3 Trendwendemuster. Ich bin hier im Wochenkerzenchart, eine Kerze, eine Woche. Und wir haben bei der 8,52, dann sind wir da drüber gegangen, haben diesen ursprünglichen Impuls von 6,44 auf 8,52 um 100% bis zur 10,60 nach oben ausgeweitet. Und tja, es hätte eigentlich bis letzte Woche ganz gut gehen können bei der Deutschen Bank. Ich bin hier bei der US-Deutschen Bank. Das macht natürlich wenig Sinn. Also wir haben manche Aktien-CFDs, zum Beispiel die Deutsche Bank, die auch in den USA sehr aktiv gehandelt wird, haben wir als deutschen Aktien-CFD und als US-Aktien-CFD. Also kann man auch in den USA hier handeln. Aber es heißt darum, das ist jetzt die in Deutschland gehandelte Aktien-CFD, auf die in Deutschland gehandelte Aktie als Basiswert aktuell unverändert. Und hier haben wir jetzt dann auch die Euro-Werte, also hier 7,74 €. Da ist der Boden entstanden, wir sind unter die 7,74 € gegangen. Damit wird die Bodenbildung in Frage gestellt. Und tja, es wackelt technisch unter dieser Marke. Charttechnische weitere Eintrübung wäre dann gesetzt, wenn wir jetzt auch noch in einem Rücklauf, wenn es zur Erholung kommt in der Deutschen Bank, auch noch die 7,74 als Widerstand bestätigen. Da also von unten dran gehen und man merkt, dass sitzen genau an der Stelle Verkäufer, die die Kontrolle und dann Deckel da drauf halten. Dann hätte man einen bärischen Druckaufbau vor uns, möglicherweise in Richtung des Punktes 2. Der liegt am Tief bei 6,20 und unter 5,78 wäre die ganze Bodenbildung zerstört bei der Deutschen Bank. Der Chart befindet sich auch im Chartforum. Commerzbank aktuell auch ja, leichtes Plus. Bei der Commerzbank sieht es noch ein bisschen drüber aus. Befinde mich nein, nicht drüber, sondern sieht genauso aus, wenn ich einen Wochenchart mir anschaue. Bis letzte Woche noch gehalten. In dieser Woche geht es drunter, weil wahrscheinlich auch jetzt Zinssenkungen erwartet werden
von der EZB oder, wenn es keine Zinssenkung werden, irgendwelche anderen Maßnahmen, ähnlich was die FED vortanzt, wird er dann auch von der EZB meistens nachgetanzt. Also kann man darauf setzen, dass es zu sinkenden Zinsen am Markt kommen könnte, aufgrund der Belastungen des Coronavirus und so. Ihr kennt das ja alles. 1, 2, 3 Boden ist hier entstanden. 5,21 € ist die Marke, die wir hätten eigentlich im Optimalfall halten sollen, um die Bodenbildung zu verteidigen. Wir haben es nach oben zur 2,618 ausgedehnt und jetzt dieser Einbruch geht bei den Banken einfach weiter. 5,21, da müsste man drüber, um die Bodenbildung zu reaktivieren, ohne zuvor unter 4,65 zu gehen. 4,65 unterschreiten würde bedeuten, dass wir eben auch diese Bodenbildung vom August letztes Jahr bei der Commerzbank zerstören würden. Jetzt aufpassen hier, wir haben den Rebreak nicht geschafft, wurde abgelehnt, damit eine deutliche Aktivierung von dem 1, 2, 3 Top jetzt im SPX 5-Minuten-Chart. Und wir haben jetzt die Fibo-Marken als mögliche Ziele nach unten und Germany 30 geht jetzt auch hier aus der vorbörslichen Spanne raus. Setzt damit eine Signalkerze. Ich befinde mich im 1-Minuten-Chart, da ist immer ziemlich viel Rauschen, da kann ja auch einer eine Order absetzen an der Stelle, eine größere Order. Es kann ein Marktteilnehmer sein, der den Schlusskurs drunter bewirkt. Daher immer doppelte Bestätigung. Das ist jetzt hier noch nicht wirklich so ein sauberer Schlusskurs darunter. Das ist nur so marginal. Ich brauche da schon was Überzeugendes. Und diese Kerze, die das erste Mal drunter schließt, nenne ich Signalkerze. Und die Signalkerze bekommt an deren Tief eine Linie, die nenne ich dann Signallinie. Und da muss dann der Markt auch nochmal drunter schließen. Also lieber doppelte Bestätigung im 1-Minuten-Chart mit doppelter Bestätigung arbeiten, weil halt da ziemlich viel Ungenauigkeit und Rauschen, wie man so schön sagt, drin ist. Im Englischen sagt man dann Noise dazu. Geklettert, dann ruhiger geht es dann schon zu im 5-Minuten-Chart. Manche sagen, was machst du im 5-Minuten-Chart? Ist mir viel zu hektisch. Minimal Stunden-Chart, minimal 4-Stunden-Chart. Manche gehen gar nicht in den Intraday-Chart, schauen sich nur einen Tageschart an. Da ist überhaupt gar nichts gut oder schlecht oder besser oder schlechter, sondern es ist einfach so, wie man selbst am besten zurechtkommt. So ist es richtig. Und ich weiß, dass viele Intraday-Trader zuschauen. Deswegen hier 1 Minuten, 5 Minuten Chart. Aber ihr seht, ich kann diese 1, 2, 3 Analysemethode eben genauso auch im Tageschart anwenden. Bisher ist neutral der DAX. Ja. Es ist hier keine Richtungsentscheidung entstanden. Wir haben aber auch die vorbörsliche Spanne ist 100 Punkte breit. Also da ist einiges an Platz natürlich für die gesamte Bewegung. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Ich habe hier Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich die vorbörsliche Spanne so eingezeichnet habe. Sorry, ich muss das korrigieren. Das vorbörsliche Tief ist bei 11,947. Ich habe das gerade gesehen. Keine Ahnung, warum ich das so eingezeichnet habe. Ändert die Situation. Wir haben eine Signalkerze. 11,928. Sorry für den Fehler. Das war jetzt mein Fehler, wenn man so schön sagt, 11,928, das ist die Signalkerze. 11,928 per Schlusskurs zu unterschreiten, würde ein nachhaltiges Verlassen von der vorbörslichen Spanne nach unten bedeuten, weil wir dann quasi Signalkerze gebildet haben, unter der Signalkerze schließen. Genau, also Mike, vielen Dank für den Hinweis. Ja. Auch mal gucken, was wir jetzt in einer Minute gleich machen. Schließt der SPX unter 3035 oder kann er die halten? Also Commerzbank, Deutsche Bank, die Böden wackeln. Arealbank, da ist quasi so, dass wir hier im Jahr 2018 einen großes Top ausgebildet haben. Wochenkerzenchart, Abwärtsimpuls und hängen jetzt unter der 1,618er Extension rum.
Und auf Tagesbasis wird es da interessant, wenn wir runtergehen zur 23,65. An der Stelle hat sich nämlich ein Tief ausgebildet. Ich mache das mal kurz größer. SPX hält hier die Unterstützung. Also hier hatten wir in der Arealbank im Juli letztes Jahr ein 1, 2, 3. Sind hier nach oben gelaufen, haben hier wieder ein 1, 2, 3 Top ausgebildet. Und hier wird es jetzt spannend, was die Arealbank macht bei 24,14 €. Ob sie dieses Niveau hält. Wenn ja, wäre die Möglichkeit gegeben, dass wir insgesamt uns wieder erholen. Ansonsten sehen wir auch aus dem großen Top im Wochenchart diese 25,94 darunter zu schließen. Und wir sehen ja jetzt hier auch, dass es von erst drunter geschlossen, dann bärisch bestätigt. Mit einem tieferen Tief und einem Rutschen unter 24,14 könnten wir eben einen bärischen Druckaufbau bekommen zu diesem Tief von letztem Jahr und den Rutsch sehen in Richtung 1946 bei Arealbank. Wirecard war eine Frage im Trader-Chat, da komme ich gleich dazu, beziehungsweise ist relativ schnell abzuhandeln. Wir haben ein aktives 1, 2, 3 über 107,80 €. Die Fibo-Marke bei 121,26 €, das ist hier die 61,8er-Extension aus der Bodenbildung von damals, ist ein Widerstand. Wir haben eine aktive Bodenbildung, man kann sich an den Fibo-Marken als mögliche Widerstände und Unterstützungen orientieren. Jetzt aufpassen, wir haben hier im SPX nun einen bärischen Rücklauf gerade gesehen in die Zone von dem, wo das Top entstanden ist. Gleichzeitig ist das hier jeweils jetzt ein Impuls, eine valide 1. Bei einem Rücklauf könnte hier eine 2 kommen, möglicherweise dann eine 3. Erdgas, Mike, würde ich gerne heute Nachmittag anschauen. Um 3:45 ist ja die US-Eröffnungssendung. Würde ich gerne US-Werte wie auch Erdgas auf heute Nachmittag schieben. Also hier unten jetzt wichtige Info, wir haben keinen nachhaltigen Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne nach unten, sehen jetzt Eindeckungen. Und es ist ja immer noch die Frage, was die Herrschaften da machen werden in dem Turm hier. Also in der EZB kommt da ähnliche Aktion, wie wir es gestern eine halbe Stunde nach US-Börseneröffnung hatten. Kommt das eine oder andere hier von der EZB an stützenden Maßnahmen? Vom französischen Finanzminister war heute Morgen zu lesen. Ich höre den Wortlaut, ich habe es auf Englisch. Französischer Finanzminister Le Maire sagt, dass Europa bereit sein muss, fiskalpolitische Ankurbelung, Konjunkturprogramme, Stimulus, hat er gesagt, auf Englisch, zu unternehmen, was eben stärker wirkt als geldpolitische Maßnahmen, was stärker eben wachstumsfördernd in der Konjunktur wirkt. Also man muss bereit sein, das ist seine Forderung. Warum muss man etwas fordern, was man gestern eigentlich schon beschlossen hatte, tun zu wollen? Also die scheinen noch nicht so ganz ready zu sein, da was zu unternehmen. So scheint es mir zu sein. Und das wäre ja auch kein großes Wunder. So war es ja auch schon die ganze Zeit, die Geldpolitik. Macht Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftspolitik pennt. Mit Ausnahme USA, wo es sehr viel gab, hier in Europa bisher auch nur Lippenbekenntnisse. Da ist bisher nichts passiert.
Karl-Heinz Kohnen fragt, wenn im DAX die 11.27 unterschritten werden, welche Ziele würden aktiviert? Also ich weiß nicht, 11.27, welche Marke das ist. Ist das hier der Punkt 2? Also für mich wichtig 11.888, das ist der Punkt 1, wo ein 1, 2, 3 tief entstanden ist. Ein Unterschreiten dieser Marke könnte einen bärischen Druckaufbau bringen. Also wenn wir quasi unter die 11.888 fallen, das als Widerstand bestätigen, dann wäre der Punkt 2 aus dem 1, 2, 3 Trendwendemuster ein möglicher nächster Anlauf. 11.705 liegt der und unter 11.705 wäre die 11.625 quasi. Darunter würde dann die Bodenbildung zerstört werden. Aber für den Moment aktive Bodenbildung. Kein Signal dafür, dass wir hier tiefer wollen für den Moment. Auch hier im Intraday-Chart, im 1-Minuten-Chart jetzt weitere Eindeckungen im Germany 30. Das ist ein bisschen instabil, weil Eindeckung, Eindeckung, Eindeckung geht halt weiter nach oben. Wir haben ein 1, 2, 3 tief allerdings im SPX. Und im 5-Minuten-Chart geht es jetzt darum, die 3041 zu halten. Wenn die nicht zurückerobert werden kann, dann könnte es sein, dass diese etwas instabile Eindeckungsrallye, die wir jetzt gesehen haben im Germany 30, mit einem weiter sinkenden SPX eben auch nach unten in eine Trendbewegung führt. Für den Moment muss man sagen, es ist durch diese Eindeckungen nach oben jetzt kein neuer Boden entstanden. Da hätte das dann eher so aussehen müssen, dass wir sagen, okay, wir haben Impuls nach unten Bewegung und dann Impulsverlängerung. Das ist nicht wirklich der Fall. Und im SPX prangerte immer noch dieses 1, 2, 3 Top. Also ich würde mich schrittweise orientieren. Für den Moment nochmal zur Wiederholung auch hier aus den USA. Der stärkste Aktienindex ist der Nasdaq. Und Nasdaq hat im 4-Stunden-Chart ein 1, 2, 3 tief gebastelt. Ja. Also 1, 2, 3 und hat das bestätigt. Also der auch so negative oder als negativ kommentierte Rücklauf in den Aktien, der diente dazu, eine Bodenbildung, die bereits am Freitag in Erwartung der geldpolitischen Maßnahmen gebildet wurde, zu bestätigen. Wir haben ein bestätigtes 1, 2, 3 tief im 4-Stunden-Chart im Nasdaq. Aktive laufende Bewegung. Man kann sich an den Fibonacci-Marken als mögliche Widerstände und Unterstützungen orientieren. Solange wir über 8.572 sind im Nasdaq, haben wir eine aktive Bodenbildung. Und jetzt im 5-Minuten-Chart geht es jetzt darum, die 3041 möglichst nachhaltig zu überschreiten oder eben als Widerstand zu bestätigen. Ein nachhaltiges Überschreiten könnte einen bullischen Druckaufbau und Rallye-Fortsetzung bringen. Ansonsten, wenn die 3041 als Widerstand bestätigt werden, dann ist das Top bestätigt und wir könnten uns dann nach unten an den Fibonacci-Marken als mögliche Unterstützungen orientieren. Erwin Ritter, Tesla, ein US-Wert würde ich gerne auch um 3:45 heute Nachmittag dann besprechen. Jupiter fragt nach Kaffee Arabica, ist eigentlich auch ein US-Wert, aber wir trinken alle hier auch Kaffee, also bitte sehr. Hier der Blick auf Kaffee Arabica. Wir haben hier im Wochenchart vom 4. Mai 2019, der Woche bis zum 1. Juni 2019, ein 1, 2, 3 Tief von 84 bis 103. Sind über die 103 gegangen, damit haben wir eine Bodenbildung aktiviert.
und befinden uns auf dem Weg nach oben. Fibo-Marken dienen als mögliche Orientierung. Michael fragt nach Roche. Roche ist einer der Aktien, die einen direkten Rücklauf hatten. Also in einem Zug, bis auf diese eine Reversal-Kerze, ging es nach unten. Also im Tageschart ist hier kein Top entstanden. Im Wochenkerzenchart ist die 20-Wochen-Linie bei 311 Franken ein gewisser Support. Aufpassen, das Top wurde gerade bestätigt, 3041. Bisher diese ganze Bewegung nach oben, man sieht, es geht in einem Zug immer weiter hoch. Das deutet einfach darauf hin, dass es also ein bisschen ein Zwang bestand, die Eindeckung zu machen, weil halt eben der Trend, der Ausbruch nach unten nicht gelungen ist. Und das ist eine 80-Punkte-Bewegung, das darf man nicht vergessen, im DAX. Also wer da unten Short rein ist, der wurde eben auf dem Weg nach oben jetzt abgeräumt sozusagen. Und das ist hier, finde ich, Haupterklärung für diese Aufwärtsbewegung. Stabil ist das, muss das nicht sein, weil ich schaue ja, entwickelt sich ein stabiler Boden. Und ein stabiler Boden ist ein 1, 2, 3. Es ist kein 1, 2, 3 hier entstanden im 1-Minuten-Chart. Vielmehr haben wir vom US-Markt, vom SPX 500, von einem viel größeren, mit viel mehr Volumen gehandelten Markt, haben wir im 5-Minuten-Chart ein 1, 2, 3 Top, das gerade bestätigt wurde. Ja, was Roche angeht, würde ich jetzt ein wenig hier mal achten drauf, was die im Kontext von der 311 machen. Ansonsten sehen wir hier jetzt einen Rückfall. Und hier aus dieser Konsolidierung, Jahre 2016, 17, 18, fällt mir auf, dass wir hier einen Impuls haben. Von 239 bis 248,90 haben also insofern ein aktives 1, 2, 3 Tief und eine laufende Bewegung. Man kann sich eben an den Fibo-Marken orientieren. Die 200-Wochen-Linie fällt auch zusammen mit der 161,8er-Extension bei 312,97. Den Chart stelle ich auch mal ins Chartforum von Roche. Also ihr merkt hier die ganzen Charts, wenn ich Kaffee aufrufe zum Beispiel, gibt es dafür schon eine Chartanalyse. Ihr habt da die Möglichkeit, mit einem Demo oder Live-Konto bei uns eben auch auf das Chartforum zuzugreifen, mit einem Klick euch die Chartmarke in euren Chart zu holen. Klickt dafür einfach auf Nachrichten, Marktanalysen und dann auf Chartforum. Dann klappt das hier so auf und ihr könnt hier eben auf die ganzen Charts dann draufklicken, die ich eben mit euch teile. Da ist TUI, Lufthansa, Walt Disney, Apple, Okta, Erdgas, Palladium, Rohöl, der Russell 2000 aus den USA, Small Cap Index. Da haben wir Gold, Airbus, den DAX, den S&P, Pinterest. Das sind also auch von Oskar, vielen Dank für deine Analysen da drin. Ein YouTube-Chat-Member, der hier eben auch mit dem 1-2-3-Muster begonnen hat zu arbeiten, was mich sehr stolz macht, ganz ehrlich. Die Methode, die ich hier auch immer anwende. Hier im Chartforum auch Analysen von ihm, Palladium und Erdgas. Sollte man einen dezidiert jetzt für Roche zum Beispiel einen Chart suchen aus dem Chartforum, dann ruft man zunächst einmal einen Chart auf von Roche, geht dann auf das Forum und dann kriegt man alle Roche-Einträge. Wenn man das generelle Chartforum geht, dann bekommt man eben, dann rutschen irgendwann die alten Beiträge unten raus. Ja, also deswegen einfach dann aus dem Chart selbst sich die ganze Sache anschauen. Mats Seber, herzlich willkommen an Bord, neuer Name hier im YouTube-Chat. Schreibt guten Morgen, was passiert mit Euro-Dollar? Wo läuft nach der US-Zinssenkung noch hin? Große Big Picture bei Euro-Dollar. Großes 1, 2, 3.
der Jahre 2008 bis 2010, 1, 2, 3. Wir sind runtergelaufen bis zu 1,04, 85. Das haben wir diesmal nicht erreicht, sondern der Markt dreht jetzt wieder nach oben. Im Wochenchart macht er einen Impuls und man sieht hier sehr schön die EMA 50, das ist also die exponentiell gewichtete 50-Wochen-Linie, wirkte in der Vergangenheit deckelnd. Also jetzt mal aufpassen, wir sind jetzt in der Mitte von der Woche. Der Wochenschlusskurs ist wichtig und dann eben auch das Verhalten in der kommenden Woche. Diese 50er EMA war hier seit April letztes Jahr, Mai, Juni letztes Jahr ein Widerstand. Wir waren intra-week, wie man so schön sagt, also unterwöchig schon mal über dieser Linie und sind es auch jetzt. 11,39 ist die Linie, wir sind bei 11,74. Also hier besteht jetzt ein gewisses Timing-Problem für die Käufer, die natürlich jetzt da drüber sind, aber bis zum Wochenschlusskurs ist halt noch ein bisschen Zeit hin. Und erster Wochenschlusskurs, darüber wird es besser aussehen lassen. Und dann würde ich hier auch mit doppelter Bestätigung arbeiten. Also wenn wir sagen, das wäre jetzt die fertige Wochenkerze, dann würde man sagen, okay, die hat über der EMA 50 geschlossen. Dann klicke ich deren Hoch an mit so einer Widerstandslinie und dann will ich, dass per Wochenschluss auch noch dieses Hoch überschritten wird. Und dann wäre davon zu sprechen, aus charttechnischer Sicht, aus meiner Sicht, dass die EMA 50 nachhaltig überwunden wäre. Wir hatten nämlich auch schon mal den Fall, wenn man hier drauf schaut, dass wir während der Woche darüber waren, dann wieder drunter und dann kam ein Ausverkauf. Auch hier zum Beispiel waren wir während der Woche drüber, dann wieder drunter und dann kam ein Ausverkauf. Also aufpassen, wie diese Kerze am Ende der Woche aussieht und aussehen wird. In der Zwischenzeit kann man sich natürlich auch die Struktur dann immer anschauen. Wir hatten hier schon mal einen Top gebildet, einen 1, 2, 3 Top, hatten dann die 200-Stunden-Linie getestet und es kam hier zu einem Spike nach oben. Man sieht hier auch, zack nach oben und wieder runter. Und jetzt haben wir hier so einen neuralgischen Punkt im Stundenchart bei der 1,1141, weil hier kann sich ja ein 1, 2, 3 erneut bilden. Drei Fragezeichen für den Moment. Also sagen, 3 ist nicht gekommen, sondern haben hier zwei Hammerkerzen ausgebildet an der 1,1141. Also, sie sagen, okay, aktivieren wir das Top? Für den Moment nein. Wir haben es im Moment zu tun mit dem potenziellen bullischen Druckaufbau in Richtung der 1,1213, möglicherweise. Ja. Ein Schlusskurs unter 1,1141, ohne zuvor auf ein neues Hoch zu gehen, würde eben so ein Trendwendemuster aktivieren, 1, 2, 3 im Euro-Dollar. Peter Rotter, schönen guten Morgen. Nikolaus Damm, Karneval, würde ich mir gerne auch heute Nachmittag dann anschauen. Michael fragt nach SGL Carbon. Germany 30 Signalkerze. Warten wir vielleicht noch ein bisschen. Ist nicht wirklich hier deutlich drüber. Wer möchte, kann aber das Hoch hier von dieser Kerze bereits als Signallinie einzeichnen. Das beachten. SPX arbeitet sich, kommt hier nach unten an dem Mindestziel 61,8 nicht weiter. Arbeitet sich jetzt über den Punkt 1. Wenn wir jetzt sehen, da wird plötzlich gekauft beim Rücklauf. Und es geht nicht mehr drunter, dann hätten wir einen möglichen bullischen Druckaufbau vor uns. SGL. Also ihr seht, ihr habt hier sehr viele CFDs aus einer Plattform, die handelbar sind. Es sind über 9.000 Aktien-CFDs. Deutsche Aktien-CFDs könnt ihr bei CMC Markets Stückzahl unabhängig mit einem Hebel von 5, mit einer fixen Kommission von 5 Euro pro Trade handeln. Bei US-Aktien-CFDs ist das gleiche der Fall, nur da ist da die Kommission 10 Dollar. Und SGL 1,9% im Plus. Tageschart ist hier kein Impuls entstanden. Wir sind tiefer gegangen als im August. Germany 30 Signalkerze, jetzt Signallinie 12.050.
Ja, also wir brauchen hier einen Impuls, sonst ist das ein aktiver Abwärtstrend. Impuls 1, 2, 3 ausbilden, das ist hier bisher, scheint sogar auch das Tief von August hier ein Widerstand zu sein bei 3,56 bei SGL. Und die Amis pumpen. So, ein Signal für einen nachhaltigen Ausbruch aus der vorbörslichen Spanne ist jetzt da. Ab jetzt kann man drauf gucken oder drauf achten. Kommt jetzt im Rücklauf, sagen wir mal, ein Rücklauf geht bis hierhin. Einfach, ich weiß es nicht, ob er bis dahin kann auch tiefer gehen. Und dann würde ich jetzt im 10-Sekunden-Chart drauf achten, ob hier so ein 1, 2, 3 Tief entsteht. Ob es also von der Struktur her gesund bleibt, was der Markt hier macht. Im 10-Sekunden-Chart bin ich jetzt deswegen, weil wenn wir eine Trendbewegung vor uns haben, geht jetzt es potenziell recht schnell, sodass beim 1-Minuten-Intervall das nicht mehr erkennt, wenn da ein 1, 2, 3 Tief entsteht. Daher und nur daher habe ich jetzt umgeschaltet in den 10-Sekunden-Chart. Ansonsten muss man da vorsichtig sein. Traden aus dem 10-Sekunden-Chart ist gefährlich, weil da natürlich das Rauschen, die Ungenauigkeiten noch extremer sind als im 1-Minuten-Chart. Da kann also eine einzelne Order, die irgendjemand im Future zum Beispiel abgesetzt hat, euch suggerieren, jetzt kommt ein großes Kaufsignal, dabei war das nur einer. Und das war's. Und nicht die Mehrheit der Anleger und damit auch falsche Eindrücke, die da entstehen können. Aber jetzt geht es dennoch darum, hier ein 1, 2, 3 zu basteln. Hier ist schon mal ein neuralgischer Punkt für ein 1, 2, 3. 1, 2, 3, 12, 57. Ein nicht drüber steigen und tieferes Tief machen wäre nicht schlimm. Ein jetzt drüber steigen und dann ein tieferes Tief machen wäre eine Unterbrechung von dem, was ich hier erwarte, nämlich ein Trendaufbau. Jetzt halt die Frage, ja, die sich viele stellen: Geht der SPX jetzt nochmal runter auf die 3041? Und testet es nochmal als Unterstützung oder geht der direkt weiter hoch? Chinesische medizinische Verband sagt, die Inkubationszeit Coronavirus ist 5 bis 7 Tage, Maximum 14 Tage. Spanien Einkaufsmanager Index Februar 52,1. Fast bei den Erwartungen von 52,5. Also, wir haben jetzt hier unser 1, 2, 3 im 10-Sekunden-Chart. 1, 2, 3 bedeutet für die Trendentwicklung jetzt wichtig, dass wir nicht mehr unter 12.046 gehen. Ich mache die mal pink, die Linie. Wenn wir 12.046 halten und dann nicht mehr drunter geht, dann haben wir eine mögliche Trendbewegung vor uns. Ich schalte jetzt wieder um in den 1-Minuten-Chart. 10 Sekunden hat ausgedient. Und hier im Stundenchart jetzt auch ersichtlich, dass wir über die 12.050 jetzt drüber gehandelt haben. Das ist die 61,8er-Extension aus dem Boden im Stundenchart. 12.151 wäre nächste mögliche Zielzone. Nächster Widerstand hier im SPX ist die 3048,95, der Punkt 2 aus dem 1, 2, 3 im 5-Minuten-Chart. Im 4-Stunden-Chart ansonsten von der letzten 4-Stunden-Kerze, der Deckel ist die 3049. Ein Scheitern auf Stundenbasis die 12.050 zu überschreiten, könnte uns zurückbringen auf die 11.888. Ein Bruch dieser Marke auf Stundenbasis könnte uns bringen in Richtung 12.151. Für den Moment ist hier im kurzfristigen Bild erstmal alles in Richtung Trendsignalen da. Wir haben erstens Schlusskurs
M1 über vorbörslichem Hoch. Zweitens Schlusskurs M1 über Signallinie. Drittens 1, 2, 3 tief im Rücklauf im 10 Sekunden Chart. Also daraus folgt über 12.046 intakte Trendbewegung. Daraus folgt auch unter 12.046 Unterbrechung Trendbewegung. Und daraus würde dann folgen mögliche Seitwärtsbewegung. Und jetzt kann man zur weiteren Bestätigung eben darauf achten, was macht der SPX eben an dem Punkt 2. Gibt es da jetzt einen Breakout über die letzte 4-Stunden-Kerze? Oder nicht? Wenn nicht, kann ein Test der 3041 bevorstehen. Und aus dem Test der 3041 kann eben auch ein Reaktivieren von dem 1, 2, 3 Top im 5-Minuten-Chart werden. Und die missliche Situation für den Germany 30 könnte dann sein, dass er eben unter die 12.046 geht und damit die Trendbewegung als verfrüht anzusehen wäre und die ganze Signallage zusammenbrechen könnte. Und dann könnte der Markt hier eine Weile erstmal pendeln. Und droht dann eben in eine Seitwärtslage zu kippen. Ja, man sieht an der Stelle, sind genau Orders. Aber wir sind drunter. Also kann man nichts machen. Signal. Trendbewegung ist abgesagt. Jetzt droht eine Seitwärtsbewegung oder möglicherweise eine ganze Reise, die wir vor uns haben könnten in Richtung vorbörsliche Spanne. Natürlich kann man jetzt im 10-Sekunden-Chart oder im 1-Minuten-Chart auch wieder darauf achten, kommt jetzt wieder ein 1, 2, 3 Tief zustande. Allerdings kann man davon ausgehen, dass eben, also so ist es manchmal, dass eben, wenn dann diese pinke Signallinie unterbrochen wird, die Trendbewegung dann nicht stark genug ist, dass dann der Markt eben dass erstmal alle mit Positionsaufbauten vorsichtig sind, weil ich meine, entweder habe ich einen Trend oder ich habe halt keinen Trend, ja. Sowas, was wir jetzt hatten als Aufbau, da ist sehr viel Optimismus drin und da ist auch die Erwartungshaltung, dass der Markt eben nach oben weiterläuft. Wenn er das nicht tut, dann sind halt die, die das so gehandelt haben und so gesehen haben, analysiert haben, jetzt dann 10 Uhr kann es nicht halten, halt gewarnt. Die halten sich dann eben mit Positionsaufbauten zurück. Und es gibt auch so ein bisschen eine Zepterübergabe von den Trendhändlern zu den, die eben auf Seitwärtsbewegungen traden. Und Seitwärtsbewegung ist halt ein bisschen nach oben rausschießen, nach unten rausschießen, wieder hochlaufen, runter. So ein Schreddermarkt. Da braucht man entsprechende Ansätze, die sich komplett unterscheiden von Trendhandelsansätzen. Tiebreak fragt, ich habe jetzt einen Demokunde, wie komme ich auf die hinterlegten Charts? Da bitte in der, bei Nachrichten und Marktanalysen, wenn du da drauf klickst, dann auf Chartforum. Ansonsten kann es auch sein, dass du das nicht am Rand des Hauptmenü positioniert hast, sondern oben. Wenn du es oben hast, dann ist Nachrichten und Marktanalysen und dann Chartforum. Und dann einfach zum Beispiel Roche Beitrag ansehen klicken
Ich habe maximale Zahl an Charts, deswegen Euro-Dollar schließe ich mal. Dann auf Beitrag ansehen klicken und dann diese Analyse beibehalten und dann hast du diese Marken. Es kann manchmal sein, dass der die Fibo-Marken, die ich da eingezeichnet habe, nicht übernimmt. Bitte dann nochmal laden, beim zweiten Mal soll es dann funktioniert haben. Ich schiebe jetzt diese Leiste hier oben wieder zur Seite. Dazu klicke ich hier auf dieses Symbol. Klicke hier auf Rand. Jetzt ist diese Leiste wieder am Rand. Matze 73 gab es heute schon einen Blick auf Silber. Also Gold habe ich mir angeschaut. Der Goldpreis hat ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. Für Gold wird es jetzt wichtig, dass wir übergeordnet über 16,69 gehen. Uns darüber diese Marke erklimmen, als Unterstützung bestätigen und dann eben, um einen bullischen Druck aufbauen, Richtung der Hochs zu ermöglichen. Gleichzeitig sind wir aus diesem Hoch von hier oben die volle Bewegung nach unten gegangen, sogar bis 5,81, bis zu der dort liegenden Fibonacci-Marke, haben dort wieder ein 1, 2, 3 Tief ausgebildet. Das ist ein aktives 1, 2, 3 Tief. Man kann sich an den Fibo-Marken orientieren als mögliche Unterstützungen und Widerstände. Dieser Chart befindet sich, nein, noch nicht. Befindet sich jetzt im Chartforum. Aufpassen, im Germany 30 droht bei einem Rückfall unter 12.028 in 1, 2, 3 Top. Silber ist ein aktives Top. Der Chart ist auch im Chartforum zu finden. Unter 19.22 haben wir ein aktives Top, eine laufende Bewegung. Man kann sich in den Fibo-Marken als mögliche Widerstände und Unterstützungen orientieren. Mario fragt nach WTI. Bestätigte Bodenbildung über 46,28. Solange wir da drüber sind und da bitte dann auch den Donnerstag abwarten, was die OPEC entscheiden könnte. Da könnte also es zu Volatilität kommen, vor allem dann am Freitag, auch wenn dann die OPEC Plus tagt, weil diese eigentlich das entscheidende Gremium, wo dann auch Russland mit dabei ist. Und aufpassen wir, wenn wir jetzt hier im DAX, im Germany 30, keinen Schlusskurs bekommen unter 12.028, dann hätten wir quasi hier den Punkt 1 gekauft und bullischen Druckaufbau möglich. Dafür müssen wir dann über die 12.076. Und der SPX läuft auch weiter hoch. Fängt hier die Bohrarbeiten an der 3049. Mal gucken, ob sie durchbohren können. So, höheres Hoch, Top ist deaktiviert. Möglicher bullischer Druckaufbau jetzt als ein erneuter Versuch, hier einen Trend aufzubauen. Ja, mit einem höheren Hoch müssten wir jetzt, um einen Top zu machen, wieder einen Rückfall haben, tieferes Tief. Das wäre jetzt dann die Aufgabe, aber da wir jetzt hier einen möglichen Breakout haben über das Hoch der letzten 4-Stunden-Kerze. Also sehr viel Nervosität hier im Markt. Das lässt sich sicherlich feststellen. Marco Heinrich beziehungsweise Markus schreibt, auch Grüße an dich, kannst du mir bitte erklären, weshalb zum Beispiel auch heute der EUVAX Sentiment tendenziell eine ganz andere DAX-Richtung vermuten ließ, als er letztendlich eingeschlagen hat?
Warum können so viele irren? Also, es ist halt eine Sentimentanalyse, ist halt ein Teil von der technischen Analyse, wenn du mich fragst. Und sämtliche technische Analyse und Analyse überhaupt, Werkzeuge und Ansätze, die man benutzt, haben niemals eine hundertprozentige Treffergenauigkeit, sodass eine Kombination immer wichtig ist. Also ich kann natürlich das EUVAG-Sentiment anschauen und davon dann ableiten, ich mache jetzt eine Position auf als alleiniges Kriterium. Ich weiß aber nicht, ob das ausreichend ist. Ich würde halt immer auch gucken, was macht ganz konkret der Preis. Und dann kann man ja auch wieder einen Rückschluss führen, aha, wenn das EUVAG-Sentiment laut meiner Analyse diese und diese Bewegung eigentlich vermuten ließ, wie du es sagst, der Markt da was anderes macht, dann ist es ja wunderbar, weil dann kann ich ja daraus schließen, dass aus dem, was erwartbar war, dann die Mehrheit schief liegt und dann könnte sogar die Stärke der ableitbaren Bewegung, die ja unerwartet in die andere Richtung ging, wäre dann ableitbar. Ja, also das ist dann so ein Kontext, den man sich daraus arbeitet. Nicht drauf beharren, oh, die das und das Tool sagt mir das und warum passiert denn das jetzt nicht, sondern der Markt macht, was er will. Mal ehrlich, ja. Ich weiß nicht, wo das Ding in der Minute steht. Keine Ahnung. Ja, I don't know. Aber es ist wichtig, den Kontext zu haben. Und daher ist sowas wie EUVAG-Sentiment, wir haben hier auch ein Sentiment bei CMC Markets, gerade Germany 30, das hauptgehandelte CFD. Man kann hier auch unser Kundensentiment anschauen. 56% sind long. 2% Veränderung gegenüber gestern 23 Uhr. Das ist auch was, was sich hier fortlaufend verändert, je nachdem, wie die Positionierungen sind. Ja, also es ist nichts in Stein gemeißelt. Auch das mit dem 1, 2, 3 hat man ja gesehen, hat eine Indiz gegeben für eine Seitwärtsbewegung. Jetzt machen wir doch ein höheres Hoch. So ist es halt. Ja. Es ist nichts, was man macht, hat irgendwie eine Möglichkeit, wo man sagen kann, jetzt geht's dorthin. Deswegen auch Leute, die halt sagen, ja, der Markt geht dorthin. Ich gehe von einem Crash aus. Ich gehe von dem aus. Ja. Ist halt immer so eine Sache. Ja. Also eine gewisse Demut muss man halt von dem Ganzen haben, finde ich zumindest. Und jedes Tool, auch Sentiment und Sonstiges, ist halt nur eines von vielen Möglichkeiten. Philipp Kurz, schöne Grüße aus Thailand, Jochen, schreibst du. Okay, dann lass dir es gut gehen. Schönen Urlaub dir, falls du Urlaub machst. Und nicht am Strand mit Laptop sitzt, um dort zu traden. Also kann es auch sein, dass du einen Traderurlaub in Thailand am Strand machst. In dem Sinne würde ich dir dann keinen schönen Urlaub wünschen, sondern erfolgreiche Trades. Aber vielleicht lässt sich das auch kombinieren. Who knows? Wer sitzt am Strand mit Laptop? Das muss ein Trader sein. Ja, was soll man sagen? Hier übergeordnet die Marken 12.050, einen Stundenschluss in 7 Minuten ungefähr. Über 12.050 besteht die Möglichkeit, 12.151 anzulaufen. Im Nasdaq mögliches Ziel 8.850 und da muss man dann mal weiterschauen, wenn er auch da drüber schließt, Platz bis 9.021 und so weiter. Solange die Kurse nicht baden gehen, kann ich in den Pool. Also lass es gut gehen, Philipp. Thailand kulinarisch. Bin ich ein bisschen neidisch. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich gönn's dir und lass dir es gut gehen. Bitcoin. Wie sieht es beim Bitcoin aus, technisch?
die Situation, dass wir hier unten rechts jetzt zu sehen in 1, 2, 3 Top haben, $9.492 ist hier der Punkt 1 und wir arbeiten seit einer Zeit lang hier an der 8.850. Ein Breakout darüber könnte uns dort wieder hinführen an diesen entscheidenden Punkt und dann würde sich entscheiden, ob das Top, das da entstanden ist im Bitcoin 9.492, bestätigt würde oder ob wir das Top insgesamt in Frage stellen. Also 9.492, 8.850 hier zwei wichtige Punkte. Da unten sollten wir scheitern an der 8.850, wäre 8.453 das nächste Level zum Angucken. German Market Services Einkaufsmanager Index 52,5 im Februar, also Dienstleistungs-Einkaufsmanager Index in Deutschland 52,5 erwartet wurde 53,3, bisschen schwächer als erwartet. Der Final PMI 50,7 für Februar in Deutschland, 51,1 wurde hier erwartet, aber also die massiven Einbruch wie in China hat man hier nicht. Wir haben ja auch nicht das halbe Land in Quarantäne legen müssen. Insofern wenig überraschend, dass hier der PMI auch anders ist. Aber man sieht schon ein bisschen dann die Auswirkungen. Wir haben jetzt hier, muss man ein bisschen aufpassen. Naja. Wenig impulsiv, aber dann doch vorliegende 1, 2, 3 Tops. Muss immer ein bisschen auch gucken, wenn so eine Bewegung kommt, wie stark ist der Impuls an sich. Und der Impuls besteht hier aus einer Kerze. Also dürfte auch die Impulsverlängerung, könnte dann entsprechend auch schwach sein, bevor es dann wieder umgekehrt wird. Also muss ich bei den 1, 2, 3 Mustern immer ein bisschen gucken, dass es eben optisch gut aussieht. Also so ein Impuls wie hier ist schon sauberer als sowas hier. Dennoch muss man dann immer auch gucken, wenn man so ein 1, 2, 3 entdeckt, wie auch so ein schwaches 1, 2, 3, das wir jetzt hier im 1-Minuten-Chart sehen, muss man dann doch fortlaufend das erkennen und dann auch das Marktverhalten an den neuralgischen Punkten beobachten. Ja. Also sowas wie hier, der läuft runter, geht von unten da dran und bestätigt das und ja, also zeigt ja, dass die Marktteilnehmer darauf achten, dass in diesem Bereich also Verkaufsorders sitzen und hingesetzt wurden, die davor nicht da waren. Davor waren an der Stelle Kauforders. Ja, also wenn wir uns diesen Punkt anschauen, dann waren ja an der Stelle noch Kauforders. 2 Minuten später sitzen an der Stelle Verkaufsorders. Ja, also so, wie sich das Ganze dreht und drehen kann. Und natürlich auch wieder in die Gegenrichtung. In dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Einschalten. 3:45 bis 3:45 bin ich dann wieder da. Auf Hochdeutsch 15:15 bis 15:45 zu CMC Barbecue, zur US-Eröffnung. Vielen Dank, dass ihr da wart und eingeschaltet habt. Und alle US-Analysen würde ich dann gerne heute Nachmittag in die Sendung bringen. Ja, in dem Sinne habt ihr viel Erfolg bei euren Geschäften und bis später. Servus.